Ich bist du bereit? Ja. Na, erstmal einen kleinen Inside Zone, Alter. Zack, komm. Damn. Kein Echo, nein, alles super. Ey, verarscht ihr mich oder was? Wer ist dein Running Back? Ronald Jones, Alter, oder? War es nicht Ronald Jones? Ronald Jones. Ja. Ey, wir zocken ja noch auf der PS4. Ich habe mir eine PS5 gegönnt, aber Marc hat noch keine. Muss eine klar machen. Da ist das Spiel wieder ganz anders, ne? Ich habe mal vorhin ganz kurz... Alter, es ist ganz anders. Ich hab's bei einem Freund gesehen. Das Game-Style, das sieht ganz anders aus. Richtig krass. Ja. Oh, was war das denn, Alter? Ah! Boom! Ja, warte mal. Was war das? Hast du das gesehen? Das hat gehakt, Alter. Ey. Randy, Baby. Ja, toll, ey. Ey, natürlich, genau bei mir hakt es, Mann. Ist klar, ey. Jetzt fängt es schon wieder an wie letztes Mal. Ist am Haken, oder was? Du Klatschen bekommst. Let's go, Baby. Ey, warum hakt es denn die ganze Zeit bei mir? Ey, das ist dein WLAN. Dein WLAN ist scheiße. Deins oder was? Nee, das muss... Entweder wir müssen mal gucken, weil... hakt es bei dir gar nicht? Nö, gar nicht. Ich habe hier mein Computer-Ethernet-Kabel, aber meine PlayStation hat kein Ethernet-Kabel. Vielleicht ist das WLAN-Signal zu schwach. Aber mal gucken. Ja, bei mir hakt es. Ja, schau mal. Verdammt. Du bist top vorbereitet, Digga. Ey, er fängt den Ball gerade. Ich drücke Hitstick. Er prallt einfach an ihn ab, Alter. Das ist klar. Ja, cool. Okay, wir lernen auch wieder, Sami. Wir müssen in der PlayStation auch ein Ethernet-Kabel reinpacken. Mal gucken, ob das gut genug ist. Gibt es da sowas wie einen Splitter, wo ich das Ethernet-Kabel. Weiß schon, weil ich habe nur einen Anschluss in der Wand. Kriegt man hin. Müssen wir für nächste Woche klären. Oh. Okay. Boah, aber in dieser Sitzposition, das ist natürlich ein Backbreaker hier, ey. Mhm. Schön nach vorne gelehnt auf der Couch. Aber so, Ton läuft oder was geht ab? Ja, ich schau mal gerade in den Chat für eine Sekunde. Ist nicht so schlimm anscheinend, meine Leute. Nein, alles gut. Alles gut. Geht schon. Ja, schon Schlimmeres. Oh, Screen! Oh mein Gott! Was ist los? Warum schmeißt du den Ball nicht? Was macht der denn, Alter? Oh. Network Issues. Da steht, your opponent is experiencing network issues. Oh. Ja, aber das bist du, oder ich? Das bist du. Mach mal, pass auf, mach mal deinem iPad auch WLAN aus und dann mit dem Handy WLAN. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ja, aber das Ding war ja, ich habe dieselbe Nachricht bekommen. So. Dann mache ich auch mal das bei mir WLAN aus, Sami. Mach mal, Warte mal kurz, mach Pause. Kann ich nicht, musst du machen. Ja, ja. Warum können wir keine Pause machen, wenn wir Pause machen wollen? Ey, 3 Sekunden, ne? 3 Sekunden, muss Pause drücken. Ich hab doch Pause gedrückt. Ich hab auch Pause gedrückt, das geht irgendwie nicht. Was ist das? Ja, aber pass auf. Ich lehne ab. Okay, danke dir. Warte, okay, ich mach das alles hier kurz aus. Hoffentlich läuft es dann alles ein bisschen besser. Aber bei mir ist echt, es läuft gut, Mann. Da ruckelt nichts. Ich mache ja trotzdem mal alles aus kurz. Okay. Was haben wir? Third and 22. Ich habe dich doch gerade beim Screen gesackt. Oh, Alter, war das für 22 Jahre? Hey, wenn ich den Spielzug anschaue, siehst du ihn auch? Okay, gut. Oh! Ja! Oh mein Gott! Was ist los direkt? Ey, du musst ihn doch sehen unter der Post, ey. Was ist los mit dir? Ich hab ihn auch gesehen. Ich dachte, er bewegt sich noch. Nee. Das ist halt auch noch mein Lieblingsspieler. Devin White, Alter. Sag mir, was sagt der Chat? Läuft alles? Oh. Was ist das denn? Oh. Leonard Fournette hat die 7 dieses Jahr? Der hatte die ja letztes Jahr schon, ne? Die hat die an LSU getragen, die hat er gewechselt. Mit der neuen Regel. Ja, musste. Ja, muss schon. Ich dachte gerade, Mike Vick rennt da für eine Sekunde, ey. Ach, Leute sagen, das ist EA-Server, kann auch sein. Okay. Ey, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin trotzdem stolz, wie wir die Situation hier gerade gelöst haben. Ja, das warst du. Gutes Ding. Gitsch. Alter, das ist zu easy, Mann. Das ist viel zu einfach. Ich verstehe nicht, weil ich spiele eine Cover 3.
Da müssten eigentlich zwei Linebacker in der Hook sein. Das ist niemand. Was soll denn das? Ach so, guck mal, das Layout, was wir haben, ist natürlich schlecht, ne? Warte mal. Was meinst du? Ich muss das Layout wegmachen, warte. Overlay, warte. Weil man sieht die Punkte gar nicht. Das müssen wir anpassen. So, pass auf, besser. Okay. Boah. Alter, meine D-Line ist richtig schlecht. Guck mal, die Leute sind gleich wieder für dich. Das ist so krass. Wenn wir Mann zocken, sind alle immer gegen mich. Keine Ahnung, wieso. Was ist los mit euch? Alter, ich bin der Underdog hier. Jeder liebt eine Underdog-Story. Ich habe seit Jahren das nicht gespielt. Aber ich sag dir eins, wenn du Real-Life-Football übertragen möchtest zu Men, das funktioniert nicht. Sag ich dir jetzt schon. Schon. Hey, wen spielst du auf der Defense? Middle-Linebacker. Da musst du dich aber erstmal ein bisschen warm spielen. Ja, weil ich bin DN. Ja, wenn man es schafft, wenn man sich warm spielt und man kann den Linebacker nehmen, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Weil dann... Es ist einfacher, es ist schwer, also Coverage ist relativ schwer. Ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht das letzte Mal. Jeden Donnerstag, Leute, ab sofort, Madden, Mark gegen Sami, Björn gegen Sami, irgendjemand würde mal spielen. Wenn das Spiel schnell over ist, dann setzt sich Sami auch hier hin und zockt noch eine Runde gegen dich. Ja, was ist hier los, Alter? Warum ist das Quarter so kurz? Ja, das ist immer so. Ja, wir haben 6 Minuten gemacht. Wir haben 6 Minuten gemacht, aber irgendwie geht es doch ganz schön schnell. Ja, es geht sehr schnell. Was haben wir da? Wie viele sind online, Sami? Siehst du das? Sehe ich gar nicht in OBS. Ey. Oh, come on, Jalen! Oh mein Gott! Das ist immer Standard, so, ne? Wenn wir der Hauptreihe sind. Ist gut. Mark, guck hin. Schau mal, Jalen, Alter, so abgeprallt, meine Güte. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen, weiß ich nicht. Was denkst du aber heute Abend? Gib mal ein bisschen Input. Oh, voll verkackt, ey. Oh, mich, oder was? So, ja, übers Game. Ich hab doch schon erzählt. Alter, Cowboys gegen die Buccaneers. Erzähl mal ein bisschen. Ja, Alter, schau mal, du hast vorhin nicht zugehört. Ach so, nee, ich war unter Stress. Ich hab vorhin schon drüber geredet. Aber, Alter, ich finde, das ist ein absolut geiles Matchup. Mega. Für Week 1. Also Opener. Einfach weil es ist einer der Top Offenses. Letztes Jahr, als Dak noch gespielt hat, die ersten 5 Wochen, da war das die highest producing Offense. Yards per Carry, Yards per Passing Attempt, alles gegen die krasseste Defense. Ja. Daher ist es ein heftiges Matchup. Ich meine, die haben im Super Bowl Mahomes zu, was weiß ich, 9 Punkten gehalten. Und ich finde, es wird richtig geil. Dallas bringt die komplette O-Line zurück. Und wenn Dak fit ist und mit seiner Passing Attack, natürlich Sieg, wird ein richtig krasses Bounceback hier haben, glaube ich. Aber das ist Make or Break für ihn. Alter, ich habe ihn trainieren sehen. Weißt du nicht, das ist halt das Ding, wenn du local hier bist. Siehst du halt ein bisschen was. Ich habe ihn trainieren sehen. Er schaut gut aus, fit. Und das Mindset ist auch ein bisschen anders, einfach weil du halt, du musst einfach zurückkämpfen nach einem Jahr, wo du 5-mal gefumbled hast. Ist auf jeden Fall, wie man sagt, Chip on his shoulder. Wo er auf jeden Fall ein gutes Jahr haben will. Ich denke, er wird krass. Und einfach, die Receiver. Der Receiver-Core der Cowboys ist wahrscheinlich der beste der Liga. Also mit den drei, mit CeeDee Lamb, Amari Cooper und Michael Gallup. Und dann Jarvin, der Tight End, ist auch ein richtig guter Receiver. Und wenn die klicken, werden schwer zu stoppen, muss ganz ehrlich. Und dann natürlich gegen die krasseste Defense mit den Bucks. Also ich freue mich richtig. Was denkst du, was ist deine Einschätzung? Hat Dallas eine Chance? Also jetzt wirklich, wer gewinnt? Wer gewinnt denn? Ich denke, es wird ein knappes Spiel. Ich habe ja gesehen, ich schaue auch immer so ein bisschen die Spreads an. Ich glaube, Dallas ist der Underdog bei 8,5 Punkten. Oh! Ja! Komm mal! Schau mal! User Pick! Antoine Winfield. Dallas ist der Underdog bei 8,5 Punkten. Ich denke, es wird ein knapperes Spiel wie das. Ich glaube, Dallas verliert. Ich glaube, die Bucks holen sich das Ding, aber relativ knapp. Ich denke auch, was meinst du? Das ist ein fettes Spiel, also ohne Scheiß. Besser kann es nicht sein. Das ist so viel so Proof. Siki, wenn er es dieses Jahr nicht schafft,
bin ich mal interessiert, wie die mit ihm umgehen würden, ne? Ja, er ist zu teuer natürlich, den kannst du auch nicht behalten, weißt du, wenn... Oh mein Gott. Weißt du, du kennst ja, Alter. Boah, mein Pass Rush Move. Alter, boah, wie geil ich ihn. Wie geil ich ihn geschlagen habe. Ah, geil. Fuck, Mann. Ey, glaub mir, letztes Jahr, erste Woche haben wir gespielt. Ich habe so eine Klatsche bekommen von Patrick. Patrick, der auch überhaupt nicht gespielt. Wir haben irgendwie 10 Interception geworfen. Und dann habe ich ein paar Mal gespielt und dann habe ich Kasim am Ende der Saison wegballern können. Und Kasim ist richtig Kasim gut, war oder? Auch, also wurde auch besser. Ich sag dir, wenn du jede Woche wenigstens ein Spiel spielst, wird man so viel besser. Aber wir alle haben ja schon ewig nicht mehr gezockt, ey. Come on. Yes, sir. B-Law. Haben wir heute Abend Watch Party, Leute. Ich muss mal gucken, wie es mir geht. Sami und Kasim sind auf jeden Fall am Start. Die werden dich locker anrufen. Okay. Wo ist die Watch Party? Bei dir, ja, oder? Ja, die machen hier, aber ich weiß nicht, ob ich... Ich spüre gerade irgendwie, als würde eine Erkältung kommen. Und ich habe am Wochenende 2 Spiele, College Football und Run NFL. Und morgen ist auch der zweite Podcast, den wir wieder starten. Ich muss mal gucken, wie ich mich fühle nachher. Ey. Weil wenn ich die Nacht jetzt durchmache, ist mein ganzes... Ja. Ja, was meinst du mit zweiten Podcast? Ja, guck mal, in der Saison machen wir 2 Folgen pro Woche. Oh, wow, okay. Alter, das ist eine Workload ist gerade da mit den ganzen Sachen. Und am Samstagmorgen dann nach München reisen, ich kann mir jetzt nicht... Aber mit Privatjet dann ey, eben, ich ne? Ich wünschte, die würden die Privatjets schicken, ey. Wir fliegen da hinten. Coach, ey, ganz hinten. Aber schicken Sie den Bahn. Auf ProSieben heute, Watch Party, hier im Stream könnt ihr nicht das Spiel sehen. Sami und Kasim und Marc wird auch angerufen. Nehmt euch einfach mit und in den Pausen schnacken die über das Spiel und ihr könnt mit hier im Chat miteinander kommunizieren. Das werden wir jetzt öfters machen. Von jedem Donnerstag. Wo schaut ihr das Spiel? Läuft das jede im, Woche? Läuft das im, öfters. Jede Woche Donnerstags Pyjama Party, das Nachtspiel. Sitzt jemand vor der Kamera mit euch? Immer mindestens 2 Leute. Und nimm euch das Spiel ein bisschen mit. Wo, was sagst du? Läuft das Game bei euch? Wie läuft es? Also ja, also, ProSieben. ProSieben überträgt das. Ja, Patrick okay. Und Jan Stecker sind im Studio. Okay. Come on, Van Der Esch! Oh, shit. Come on, Van Der Esch. Du darfst nicht so früh Hitstick drücken, Mann. Oh, Scheiße. Oh, mein Gott, Alter. Ich sag, das ist so lustig, wenn man keine Ahnung hat. Wir haben alle keine Ahnung von dem Kacke. Nee. Oh, Mann, ey. Ich nehme jetzt schon den Linebacker. Ja, ja. Du warst auch in Position. Du hast bloß dieses Tackle gemacht. Ja, ja. Und in den kommenden Wochen, Leute, Pyjama-Party, Donnerstagnacht, ja, dieses Spiel, was Amazon Prime streamt das. Auf Twitch gibt es einen Stream, The Zone streamt das und Game Pass. Heißt, es gibt 10.000 Optionen, wo ihr dieses Spiel sehen könnt. Und wir werden einfach sozusagen mit euch wach sein und die Nacht verbringen. Nicht ich, Alter, das war Linebacker Play. Ganz viele, Dominik Eberle, Marc, Kasim, Sami. Alle am Start. Immer abwechselnd, so dass jemand einfach für euch wach ist. Late Night Football, Leute. Ich muss es jetzt hier leaken. Late Night Football wird zu Primetime Football. Mittwochs, ab nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr hier mit Marc Nesotscha, Patrick Gesume, Kasim Edebali, mir und Jenny Bex, die unsere Moderatorin wird, die wir erstmal einarbeiten müssen. Aber mit eurer Hilfe kriegen wir das hin. Oh, da, Gronk, komm schon. Oh. Yes, sir! Also, es wird nicht mehr Late Night Football heißen und nicht um 21 Uhr starten. Mittwochs, ab nächster Woche, jeden Mittwoch Primetime Football um 20.15 Uhr. Und wir haben Full House. Wir haben Full House. Okay, Minute 25. Oh, ey, God. Two-Minute-Drill. Okay, schnell, lass mal. 3 Timeouts? Okay, come on, schnell.
Marc, so in ein paar Wochen werden wir auch mal Bromantiker hier reinholen, die denn gegen uns spielen. Also bis dahin musst du abliefern können. Weil da sind ein paar Leute da draußen, die ganz schön gut sind, ey. Oh! Oh mein Gott! Wide open! Also pass auf, wir sind gerade zu dem, wenn Amazon Prime es zeigt, nein, wir dürfen es nicht offiziell zeigen. Letztes Jahr hatten wir ja so drei so eine Events, wo wir offizieller Co-Host waren. Das machen wir jetzt erstmal nicht, weil es waren zu viele Werbungen, wo wir immer weggeschaltet worden sind, wo wir keinen Einfluss drauf hatten, weil die NFL und Amazon das macht. Das fanden wir nicht so schön, bin ich ganz ehrlich. Da waren auch viele technische Probleme. Heißt, wir wollen lieber das Spiel auf dem Second Screen, also irgendwo auf dem Fernseher anhaben oder am Computer und auf dem Second Screen hörst du uns. Weil wenn wir in die Pausen gehen nachts, ist das Geilste, glaube ich, dass wir dann mit euch kommunizieren können und euch wach halten können während den Pausen. Ich glaube, das ist das Schöne an dieser Pyjama-Party. Aber wenn wir jedes Mal auch in den Pausen weg sind und dann kommen Werbungen hier auf Twitch, die wir nicht beeinflussen können, und es waren so viele Werbungen, wo wir auch gesagt haben, holy shit, ey, das, und wir haben nicht mal eine Warnung bekommen, das war einfach weg, ey. Das war so krass, das haben wir gesagt, das können wir nicht machen, außer das wird sich irgendwann mal was ändern. Und bis jetzt hat sich nichts geändert. Boah, machst du richtig Time-Management, Alter, ey, während ich spreche, macht er Time-Management, ey. Ey. Alter, nimmt genauso. Oh, Scheiße. Au, oh, so macht man das. Boah, er nimmt sogar die Flagge, Alter. Pass auf, aber jetzt kommt, ey, jetzt kommt der Block, aber jetzt musst du aufpassen. Weißt du, wie man blockt? Natürlich. Kann man da blocken? Pass auf. Passiert das, ja? Block jetzt. Geh weg mit dem. Block jetzt. Weg damit. Okay, keiner durchgekommen. Boah, aber richtig Time-Management on point, ey. Hi, ist das ein Gauner, ey. Während ich hier die ganzen Formate erkläre, achte ich nicht auf die Uhr und er lässt die Uhr einfach runterlaufen. Alter, du hättest locker den Ball mit 30 Sekunden zurückbekommen. Ist das ein Team. Aber die Herbst gehen wirklich ganz schnell. So, ich muss mal jetzt eine richtige. Alter, ey, was ist denn hier los mit den. Das ist schon wieder, ey, mit diesen Kack-Kicks, ey. Ich krieg die Kicks nicht hin. Ah, doch. Okay. 6-0, das geht doch. Das ist spannend. Okay, ne? Primetime Football, Leute. Normalerweise war das ja immer so, dass wir angefangen haben, dass es eine Stunde ist. Aber. Es war ja schon lange denn nicht mehr, dass es bei einer Stunde geblieben ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, eine Stunde 15. Und wenn wir aber jetzt so viele immer sind, wir probieren halt immer so eine Moderatorin, Janie Baxter haben und mindestens drei Experten, dass man so durchrotiert, dass Leute auch eine Pause kriegen. Ich denke, das wird 1,5 Stunden, weil wir sonst wir werden zu viel reden. Das kann ich euch jetzt, glaube ich, schon sagen. Okay, pass mal auf jetzt. Dak Prescott, baby. Come on, baby. Pass mal auf, Dak Prescott, baby. Wie spät ist es bei dir? 7 Stunden, ne? Hinter uns. Ja, was haben wir denn? Hey, Marc hat's gut. Alle unsere 20 vor 12. Marc macht 12, das über den Tag. Wir machen das immer am Abend, wo wir so richtig müde sind. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mich konzentrieren. 3. und 11, okay. Okay, let's go, baby. Oh, da ist Platz. Da haben wir Platz. Oh, nein! Oh, come on! Was ist los mit deiner Cowboys-Offense? Alter, was geht denn? Geht nichts, Mann. Es war ein schöner Ball. Schön zu sehen, dass Marc keine Offense versteht. Alter, daran musst du dich gleich dran gewöhnen, ne? Die Leute da draußen sind brutal. Die zerstören dich. Ja, ist okay. Also, hey, wenn man nicht abliefert, dann. Ich hab's noch nicht anders erwartet. Jetzt aber. Oh, shit. Oh, oh mein Gott. Nice. Das Problem ist, ich versuche immer Hitstick zu machen. Hast du gesehen? Ja, was? Guck mal, das easy Ding ist, du musst halt einfach Coverage. Wenn ich gegen dich spiele, ich muss nur Coverage spielen, weil ich weiß, dass du Screen spielst den ganzen Tag.
Easy man coverage. Harder. Oh, Alter. That was easy. Turning the corner, he can only get back to the line of scrimmage. Second and 10 coming up. Then he got off the end there very quickly to make that play. Yeah, it was almost like the bullet train, wasn't it? I mean, just zoom. Quick. Jetzt kommt was. Nur wird keiner rechnen mit. Kommt was, oder wie? Ja, kommt was. Lass was sehen. Ja, pass auf. Easy, schau mal, siehst du Van der Esch hier in der Mitte? Guck mal, pass auf. Boah, Bootleg mit Tom Brady. Guck mal. Zick, 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 zick. Und. Nein! Ja, was? Was und? Zeig mir das Ding. Easy. Hey. Geil. Sticks, baby. Ja. Verdammt. Aber Lauf funktioniert ja auf beiden Seiten nicht. Ja, sieht ihr ja nicht. Aber es ist auch schwer, ne, mit in Madden zu laufen. Ja, manche können sie. Ja? Also manche von den Jungs sind richtig gut, oder? Ich hab schon ein paar Leute gesehen, ey. Die wissen halt, da gibt es so eine Tricks, die man einfach nicht stoppen kann und dann... Oh. Double coverage. 2 für 7, Dak Prescott. Los, ey. Der ist noch nicht bereit, den Spahn schieben, mein Bro. Nimm ihn raus. Nimm ihn raus. Ja. Was die Alternative? Ich weiß nicht, wer ist denn der Ersatz-Quarterback jetzt bei den Cowboys? Ja, genau. Komm schon! Ja. Wieder wer? Was ist los? Panten. Du musst panten. Ja, ja. Oh mein Gott, so schwach. So schlecht. Läuft's bei dir eigentlich? Das Bild ist okay jetzt? Ja, bei mir ist jetzt alles gut. Also, Sami setzt sich auch gleich hin, weil hier ist halt kein Platz gerade. Er sitzt da und checkt gerade. Und der darf aber auch mal ran. Ist das auch Full HD im Stream? Ist das alles gut? Man wird gut übertragen? Krass, ja. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht, glaube ich. Hörst du bei dir einen Kommentar? So ein ganz bisschen. Bisschen, oder? Ja, ich habe es nur ein bisschen angemacht. Also, alle sagen top, also wissen wir Bescheid, wir müssen die Mikrofone nur benutzen. Okay. Oh, ich dachte, der rennt. Was? Oh, ich dachte, der bricht das Ding. Dachte ich auch für eine Sekunde, ey. Tampa ist schon verdammt nice, ne? Dass die so schnell ein Power-Team zusammengebaut haben, ist unfassbar, ey. Das ist echt krass. Das Ding ist halt, die hatten halt schon... Das war wirklich Missing Piece Pieces, Tom Brady. Die sie gebraucht haben. Das hat halt nur... Hast halt, hier, die ganz paar Dinger haben halt gefehlt. Brady und Gronk natürlich war big. Und dann Leonard Fournette war gut. Weißt du, das ist nicht viel. Ein paar Pieces brauchst du. Also meine Kamera ist wirklich ein bisschen am Laggen, muss ich auch sagen. Das ist komisch. Oh mein Gott. Gib ihn mir doch bitte. 455 Jahre Fehlgurten. Kickst du das, was? Ich muss üben. Okay. Nee. Krone der Ehre, Mann, er verschenkt hier wieder Subs, ey. Abos. Bester Mann. Wir müssen es nochmal hinkriegen, dass das mal alles angezeigt wird, ey. Nein. Nein und. Yes, sir. Oh, nein! Oh mein Gott! Yes! So, ja. Leute, das ist der nächste Schritt hier. Das ist der nächste Schritt, dass wir die Subs und sowas hier reinkriegen irgendwie. Dass wir das sehen. Es tut uns leid, wir sehen das halt nicht immer, weil wir nur auf den Chat achten. Da müssen wir noch ein bisschen... Es war uns erstmal wichtig. Ich weiß, die Alerts kann man einstellen. Wir haben zum ersten Mal jetzt OBS benutzt für dieses Man-Spiel. Jetzt weiß ich Bescheid. Nächste Woche kriege ich das hin. Versprochen. Ah, danke dir trotzdem und Ja! Was ist das denn? Los, ja, was ist los? Was schmeißt denn da mit dem? Oh.
Alter, weißt du, wo ich hingeworfen hab? Oh, was war das denn? In die Mitte. Ich hab einen Checkdown geworfen. Alter, vielleicht hab ich, weiß ich nicht, vielleicht hab ich den falschen Knopf gedrückt. Oh. Boah. Warte mal, lass mich mal Vanderbeest nehmen. Oh, verdammt, ey. Das macht schon wieder so viel Spaß, ey. Direkt durch die Mitte. Oh, schau mal, ich hab doch gesagt, lass. Wer sich aufregt. Wer sich aufregt. Ey, wie geil ist das? Man regt sich einfach auf, wenn man Footballspieler ist, ey. Jeder regt sich auf beim Madden. Das ist so geil. Oh, scheiße. 6-0, was ist hier schon wieder für eine Kacke, die wir spielen? Okay, warte. It helps out his blockers. They don't have to hold blocks for long because he's just gonna speed right past them. Oh! War doch perfekt geworfen, dreh dich doch schnell um. Es ist richtig schwer, so einen langen Pass anzubringen. Ey, dritte Quarter, gleich zu Ende, 6-0. Sami leckt sich schon seine Finger, Marc, für dich. Der ist voll fokussiert da, ey. Ja. Oh! Nice! Ball! Ja, incomplete. Entspann dich, Alter. Incomplete. Ich merke, ich wusste gar nicht, dass du so aggressiver bist, Alter. Beim Menschen. Man nimmt alles ernst, ey. Was los? So muss das sein. So, komm jetzt, ey. Jetzt muss ich mir First Down holen. Komm schon. Ja! Ja! Hey. Ja, was soll ich machen? Ich hab All-Out Blitz, Mann. Das hast keine Hilfe, Jungs. Bist dafür gegangen, ja? Du dachtest, dritter und 10, komm, wir machen mal. Blitz kommt, muss ankommen. Er muss ankommen. Boah. Ey, Mike Evans, 1-1 in Endzone, was willst du machen? Kannst du nicht. Du hast ihn gesehen, Alter, der DB hat so verkackt. Man to man, Mike Evans in der Red Zone nehme ich immer. So, Mark, let's go, du hast noch eine Chance hier. Ein ganzes Quarter. Ey, was zeigt man nochmal an in einem Highschool-Football? Hier. Fourth Quarter. Unser, mein College-Coach wollte das auch immer. Was? Mein College-Coach hatte das auch immer. Aber in der NFL macht das keiner, ey. Also ich hab mich, in der NFL macht... Es ist einfach nur so ein Ding von, weißt du, so, let's finish, fourth quarter, let's finish strong. Ja, schon okay. Boah, er läuft, ey, du musst auf die Zeit achten, Marc, du musst schnell scoren. Alter, ich hab noch über einen Quarter Zeit, Mann. Ist okay. Ich weiß nicht, die Zeit geht schnell runter, wenn du so, mal, wenn du so weiter machst. Schau mal, du erwartest ja, dass ich pass. Ja, du musst Ding. Scoren halt, ne? Deswegen erwarte ich, dass... Oh ja, Gallup, Baby, komm. Oh! Er war wide open. Oder warte, was hat man im Jugendfußball an der Seite gemacht? Defense! Defense! Oh Mann, waren das Zeiten, ey. Verdammt, das fühlt sich schon seit Ewigkeiten an. Was? So Jugendfußball. Hey, muss ich selber einen Knopf drücken, dass er den Ball fängt? Oder was ist hier los? Nochmal, was? Oh, muss ich selber einen Knopf... Fumble! Oh mein Gott! Was sagst du? Muss ich den Knopf drücken, dass er den Ball fängt, oder fangen die den automatisch? Naja, die fangen automatisch, aber wenn du All-Man einstellst, musst du eigentlich schon ihn selektieren und dann halt auch Dreieck drücken halt, ne? Das ist, also das macht's halt, wenn du auf Rookie spielst, dann brauchst du nichts machen, aber wir spielen ja auf All-Man. Marc, was ist los? Du weißt... Alter, das war ein richtiger Run, Mann, das war ein geiles First Down, wie slide ich denn? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das muss jemand mal kurz in den Chat packen. Wie slidet man bei mir? Nicht eigentlich schön hinsliden. Aber nein. Yes, sir! AB, baby! Oh, ich kenne ja noch viele von den Jungs. Das ist geil. Viereck. Zweimal Viereck, Marc.
Okay. Dankeschön. Okay. Oh! War noch im Ball? Haben sie den gegeben? Nee. Nee. Okay. Boom. Oh Gott! Ich war da. Hast gesehen? Knapp, war knapp. Ja, aber hier ist das echt kacke. Du musst es so machen irgendwie, oder? Ich leg mein Mikrofon hier so hin. Ich hoffe, man kann mich immer noch hören. Boah, die Box ist voll, ey. Was spielt's denn hier wieder? I'm sure that's going to be the formula. Just keep the ball on the ground. Keep that clock moving. And when you have the lead this late in the game, above all, stay in bounds. Yes, take care of the football. Yes, Tom game Brady. Yardage, but stay in bounds. Halt, halt. Und da ist er. Whoop. Brady on target there to Godwin. Whoop. Ach, Marc, du bist so leise. Warum bist du so leise auf einmal? Shotgun, Tom Brady. Empty Formation. Was haben wir? Die Leute können ja sehen, mein Playbook. So. Ach. Meins können sie sehen. Okay. Oh, okay. Komm, pass auf, was haben wir? Da haben wir. Zack, zack, zack. Boom. Boop. Ball. Was haben wir, Mann? Ach, shit. Das war nicht das Debüt, das ich mir erwartet hatte. Du hast noch eine Chance, 1-1 zu gehen. Sami, wann hast du letztes Mal Man gespielt? Ich frag grad Sami, wann er letztes Mal Man gespielt hat. Er sagt vor 10 Jahren, Marc. Das musst du hinkriegen. Alter, ich krieg keinen einzigen Kick hier. Das ist unfassbar. Boah, ey, 19 Sepp 88 zeigt wieder Liebe und verschenkt anderen Leuten Abos. Vielen, vielen Dank. Ein Kuss aufs Auge geht raus. Ja, das könnt ihr machen. Da gibt es ja so eine College. Ey, das gibt eine College-Version hier drin, Marc. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob man das gegeneinander spielen kann. Online. Wir haben auch so einen geilen GIF für diese für die Abos gemacht, aber es geht irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie das rein. Also, keine Ahnung mehr. Ey, es kommt ja auch wieder Ding raus, ne? NCAA. Ja, vor Box. Ja. Ist ja auch geil. Das war schon geil, wo du im College warst und hast NCAA gespielt. Dann war nur deine Nummer da. Ich wusste sofort, wer ich bin, ey. Big man on campus. Björn Werner, jeder kann ihn. Shit, das waren noch Zeiten, jetzt kenne ich kein Schwein. Alter. Jetzt bin ich froh, wenn meine Frau Hallo sagt, ey. Ich komm jeden Tag dann zu Hause rein, so richtig so, ich denke so richtig so, alle so, oh shit, meine Frau sagt dann, ey Björn, was geht ab, Schatz? Und dann komme ich rein, ach, er ist schon wieder, ey. Die ist voll abgenervt, ey. Und meine Kinder so, oh Gott, ey. Oh. Der dritte und 8 schon wieder, Mann. Shit. Offense ist auch nicht so gut. Nee, Offense ist richtig scheiße. Also Pass Rush kommt gar nicht durch, ne? So, das ist schon krass. Nur beim Screen kam die durch, Mama. Mhm. Alter, was machst denn du? Oh mein Gott. Ich will nur einen ordentlichen Drive zusammenstellen, Mann. Ehrlich jetzt. Was soll denn das? Und again it's Prescott.
Oh, oh mein. Siehst du, Amari Cooper läuft einfach am Ball vorbei. Er hat gar keinen Bock mehr, Alter. Ich verstehe ihn auch, ey. Was soll denn? Wie viele Interceptions hat schon Winfield, ey? Hä? Safety Winfield. Na, hast du. Du hast Amari Cooper ist einfach vorbeigelaufen. Er hat nicht mal probiert, irgendwie seine Arme hoch. Da ist er. Schau. Ja, du musst ihn mit Kreisten zum richtigen Moment nehmen und dann drei gedrückt. Ich muss das selber machen. Ich glaube schon. Schau, das ist. Ich würde das wusste jetzt. Was Handy ist? Alter, richtige Klatsche Sami, Mann. Was soll das? Was soll das, Mann? Ja, lass mal College machen. Ey, Björn, FSU hat ordentlich ausgesehen, ne? Ja, war okay. Besser als letztes Jahr, aber was krass war, dass die Fans, so Campbell Stadium war voll, ne? Und es ist das ist das Krasse in den USA, obwohl die so schlecht waren jetzt die letzten 4 Jahre, das Ding war trotzdem rappelvoll. Nee, letztes Jahr war nicht, also das vor Corona, hatten Leute einfach keinen Bock mehr hinzugehen, weil sie wussten, sie kriegen jetzt jede Woche eine Klatsche, aber die haben... Alter, du bist richtig kacke im Kicken. Das können wir schon rausschneiden für ein geiles Instagram-Reel. Alle meine Kicks, ich hab alle Kicks verkackt bis jetzt. Und zweimal Go-Post. Zweimal habe ich das Go-Post getroffen, ey. Alter, wie viele Picks hast du schon? Okay, das sind eine Menge. Ich hab drei, vier Interceptions, ein Fumble. Also, ja, Interception habe ich eine Menge. Und da müssen wir auch eins machen, yeah, für Marc. Marc, der Interception Generator. Boom. So komm, ein Field Goal musst du hinkriegen. Ja, ich probier's doch. Ja, hab ich schon gesehen. Ey, Marc, Sami hat schön Hosengate hier gestartet. Er hatte seine was ist das? Khaki Pants? Was sind das? Hosengate. Er ist bei Sami on the Road unterwegs und hat die Kamera irgendwie unten auf dem Boden auf dem Feld. Und dann kniet er sich hin und einfach ein Loch neben seinem Schlepphoden. Sein Schlepphoden ist fast rausgeflogen, Alter. Das sind mal 3 neue Hosen. Ja, Hosengate. Scheiße. Oh, shit, Sami, Mann. Sami, Schlepphoden. Schlepphoden. Oh, geez. Come on, Gallup. Nein! Catch it, baby! Let's go! Warum ist das weg schon? Achso, tu mir Warning. Alter, jetzt hab ich selber Dreieck gedrückt. Dann ging was. Erst in der Massephase. Magerquark, schön so ein bisschen mit Honig, das süß ist. Bromance Fitness. Alter, das weiß ich auch noch, Mann. Schön Magerquark, ey. Ich bin Ghetto, Marc holt sich Dings Filet mehr. Er sagt, oh! Hast du gehört? Sami muss noch Magerquark essen. Marc kennt keinen Magerquark, er holt einfach reine beste Rinderfilet auf dem Markt. Ich bin auf dem Boden geblieben. Magerquark von Lidl. Marc macht nur noch Sashimi. Marc macht Kobe Beef, Alter, aus Japan, Alter. Guck, wie konzentriert er ist. Er muss scoren. Oh! Ja. Ich hab versucht zu sliden, ging schon nicht. Leute, heute Abend Watch Party 22, wenn das Spiel startet, seht ihr auf jeden Fall Sami und Kasim. Ich weiß es noch nicht. Ich hab vor, Kasim zu wechseln. Alter, wann fängt es? Um wie viel Uhr fängt das Spiel an? 2:20 Uhr. Wow. 2:20 Uhr. Es ist Zeit für Football. Das ist gut. Das höre ich nie im Mann, ey. Ey, Alter, was habt ihr hier für Namen, Leute? Du Schlampe 3, ey. Dass Twitch das überhaupt erlaubt, ey. Ist krass. Da hast du Twitch wahrscheinlich ausgetrickst, ne? Du Schlampe 3. Guck, Marc ist richtig gut. Wir fokussieren, Marc. Marc ist für den Chat. Ey, der sagt, ich kann nicht zu Null rausgehen, ey. Ich brauche. Scheiße. Marc, Flagge. Marc, Flagge. Marc, das ist ein Entertainment-Stream. Das ist nicht Madden Cup, Alter.
spielst hier nicht im Roster-Spot. Marc ist richtig focused, ey. Ich bin gerade mal, wir haben Pause gedrückt, Mann. Nee, du hast gerade eine Flagge bekommen für Delay of Game, Mann. Ja, ja, mach mal. Ist okay. Ist okay. Also, 4. und 5. Das ist ach, guck mal, der schreibt gerade, das ist eine... Lass mal nächste Woche. Pass mal auf, der schreibt gerade nicht Duschlampe, sondern es ist eine Duschlampe. Scheiße. Duschlampe. Duschlampe ist auch gut, ey. Oh Gott. Marc, ey, glaub mir, die Bromantiker, die verzeihen dir erste Woche. Man muss reinkommen, man muss reinkommen. Wie gesagt, du kannst jetzt gerade, du kannst gleich mal nochmal gerunde gehen. Warte mal kurz, meine Kamera hat sich verstellt. Warte mal kurz. Was machst du? Meine Kamera hat so hingezoomt. Ich seh mich nicht ordentlich, also ich sehe nur mich. Aber wir sehen dich. Alles, was die Frauen sehen wollen, ist dich. Und wir sehen dich. Hier, 3 von 29 von Decker, 5 Interception, ganz normaler Arbeitstag. Habe ich 5 oder was? Weiß ich nicht, ich glaube aber schon. Ey. Müssen wir mal gleich gucken. Komm, mach mal jetzt, komm, mach mal. Die eine Minute können wir noch beenden kurz. Ja, aber ich sehe mich nicht ordentlich. Ich bin hingezoomt, weißt du, ich sehe einen Spieler. Ach so, das ist, Scheiß, warte, das ist irgendwie Kreis. Nee, warte mal, Viereck, glaube ich. Warte, okay, drück mal jetzt, wenn du in der Defense bist, drück mal Viereck. Okay, ja, jetzt ist wieder. Jetzt ist wohl. Jetzt ist gut, ja? Warte. Nee, das ist audible. Nee, Pfeiltaste. Drück mal den Cursor hier links, diesen Kreuz da, die Pfeiltasten. Ah, okay, super. Ja, danke, lieber Chat. So, bereit? Boom. Schön, Van de Beest. Du bist ein guter Coach, ey. Nach dem 4. Quarter, wo du Klatsche bekommst, ey, machst du gut. Hey. Machst du gut. Ey, nächste Woche geht's weiter. Scheiß drauf. Oh, schön noch ein Pick. Oh, hat er gefangen? Alter, hat ihn echt gefangen, oder was? Alter, aber du hast auch ordentlich Picks hier rausgelassen. Oh, Pick, noch eins. Okay, ach, das ist schön. Das macht Spaß. Ey, lass mal kurz die Stats angucken. Ja, hier, ey, shit. McCarthy ist pissed, ey. Oh, Gott, ja. Dak Prescott auch pissed.